Es ist natürlich wunderschön, in der Natur zu stehen, egal ob mit einem Wohnmobil, einem Wohnwagen oder einem Fahrradwohnwagen oder natürlich auch mit einem Zelt. Ja, wenn da bloß dieser ganze Dreck nicht wäre, den man ständig dann in Wohnmobil zum Beispiel mit reintritt. Und wenn man einen Hund dabei hat, ist die ganze Sache natürlich noch schöner, aber noch schmutzintensiver, so dass man letztendlich auch die ganzen Hundehaare hat. Ja, und wir haben überlegt, was wir dagegen machen können. Und da freue ich mich über eine Kooperation, die ich jetzt habe von der Firma Mindhouse. Die hat uns einen Handstaubsauger geschickt. Und was der kann und was der nicht kann, ob der auch schafft, die Hundehaare wegzumachen, das werden wir in diesem Video testen. Es ist ein preiswertes Modell, ja, und hat aber sehr gute Bewertungen und Kritiken gehabt. Oh, dann gucken wir mal. Wir werden es erstmal auspacken und dann mal schauen, was das Teil so kann. So, gucken wir mal rein. Es ist auf jeden Fall eine Tasche dabei. Das ist schon mal ganz gut, dass der nicht so zerschrammt. Das ist, denke ich mal, die Ladestation. Wäre natürlich noch schön, gerade wenn man unterwegs ist, dass man vielleicht auch 12 Volt hat. Aber ich glaube, die Möglichkeit besteht hier nicht, sehe ich gerade. Ist ja eigentlich auch für die Wohnung gedacht, so dass man letztendlich auch mal auf der Couch zum Beispiel saugen kann. Ja, es ist ein Staubsauger, so wie ich das sehe, der jetzt keinen Filter extra hat, so dass man letztendlich hier auch das direkt ausleeren kann. Jetzt machen wir erstmal die Transportsicherung hier ab. Ich hoffe, der ist schon ein bisschen vorgeladen. So. Klappt das runter, sodass der Dreck auch drinnen bleibt. Vom Handling fässt sich gut an, fässt sich auch wertig an vom Material her. Hat auch eine kleine Leuchte dran, finde ich auch cool. Kann man also auch im Dunkeln staubsaugen. Das werden wir heute Abend mal testen. Hier sieht man den Akkustand. Und dann werden wir mal testen, ob das Teil auch die Hundehaare wegsaugt. Das ist ja wirklich die Königsdisziplin. Und schon steht der Hund nackig da. Und dann testen wir das mal bei uns hier im Wohnmobil auf dem Teppich hier vorne, wo der Hund auch ständig drüber rennt und jeder andere auch, wie gut das ist. Also man sieht schon, dass da ordentlich was reingekommen ist. Also gerade was hier alles an Dreck hier auf dem Fußboden rumliegt, hier auf diesem glatten Fußboden, das geht natürlich wunderbar rein. Auf dem Teppich ist natürlich wirklich schwierig, weil die Hundehaare, die verhakeln sich so. Und jetzt versuchen wir es nochmal mit so einer Bürste, ob wir vielleicht doch die Hundehaare ein bisschen locker kriegen. Es geht, aber es dauert ganz schön. Das ist schon ganz schön. Und ich denke mal, das Teil ist, um hier den Filter ein bisschen sauber zu machen. Als Ersatzteil ist natürlich hier noch so ein Permanentfilter dabei. Gut, und natürlich so ein Aufsatz kommt man natürlich auch in die kleinsten Ecken mit rein. Also er ist okay von der Saugleistung, man kriegt da den losen Dreck schon mit weg, aber alles, was in Teppichen hängt, also wie zum Beispiel Hundehaare, ist unheimlich schwierig. Auch für einen anderen Staubsauger sicherlich. Ansonsten ist er natürlich schön klein und handlich, den kann man irgendwo an der Seite mit hinstellen oder hinhängen bei uns im Wohnmobil. Ja, wir haben zum Glück auch 230 Volt an Bord, sodass wir ihn dort auch wieder aufladen können. Und wir werden ihn jetzt sicherlich unterwegs mit dabei haben. Ist auf jeden Fall angenehmer und schöner, als mit dem Handfeger durch die Gegend zu rennen. Wenn ihr weitere Informationen zum Handstaubsauger, zum Akkustaubsauger der Firma Mindhouse haben möchtet, dann schaut hier unten in die Videobeschreibung. Ich verlinke euch dort alles. Und das soll es für heute wieder gewesen sein. Ich bedanke mich für euer Interesse, fürs Zuschauen. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal, sagt euer Camper Marco.